Servus, hallo und willkommen zurück zu Chaos of Deponia, Part 14. So, Freunde, jetzt wird's ein bisschen strange. Ich habe den letzten Part zwar aufgenommen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Sprich, ich habe jetzt einen neuen Spielstand geladen, habe nochmal das Inventar quasi so weit gebracht, wie wir es jetzt haben. Und nicht wundern, wenn ich jetzt einfach schnurstracks auf gewisse Dinge zulaufe und sage, das ist halt so, weil das weiß ich ja schon. Also ich habe weder die Soundspur noch die visuelle Spur, ne? Also die Videospur. Ich habe keine Ahnung, was mit der passiert ist. Ist echt seltsam. Sowas ist, also, ne? Zum ersten Mal und so. So, pass mal auf. Diese vergammelten Pillen, die können wir hier reinwerfen. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Und jetzt zeigen wir ihn wieder dem Köder. Was soll das denn sein? Was schon? Es ist ein Beweis dafür, dass ich sehr wohl ein Angler bin. Das beweist nicht einmal, dass du ein Mensch bist. Wahllose Sachen aus dem Müll ziehen, das kriegen auch Ratten und Wombats hin. Wenn du mir beweisen willst, dass du ein Angler bist, dann zeig mir einen Fang von dir. Ansonsten, kusch. Ah, okay. Und auch das, es kann sein, dass manche Optionen noch nicht freigeschaltet sind. Also ich muss ihm zuerst den Fisch zeigen. Nicht wundern, wenn manche Dinge jetzt einfach doppelt geschehen, okay? Wir kriegen das hin. Wir spielen dieses Spiel zusammen noch durch, oh Gott. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Wo ist denn der Köder? Genau. Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Gut, ein Spezialköder kommt sofort. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. So, normalerweise wäre der Fisch ja jetzt runtergesprungen. Ha, hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. Okay. Hoffentlich finde ich eine Verwendung für diesen Fisch, bevor er stinkt. Das Fiasko mit den Sardellen wiederhole ich nur ungern. Also dadurch, dass er die Beruhigungspillen zum Angeln genommen hat, haben wir jetzt also diesen Fisch. So, was hat's mit der Gurke auf sich? Das zeige ich euch jetzt auch gleich. So, pass mal auf. Ich bin mir da auch nicht sicher, ob wir da komplett durch waren. Ich glaube ja. Okay, pass mal auf. Wir brauchen zuerst den Saftpressenhut. Dann nehmen wir die Socken. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Und die Brille da oben. Bam, bam, bam. Socken ausziehen. Ja, genau. Au! Denn jetzt kommt ja der Witz, das ist ja eine unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Was passiert, wenn wir sie in den Schredderer legen? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann... Okay, so. Dann muss ich den Hut aufziehen.
Nee, warte mal, wir machen das anders. Cool wäre garantiert. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich will euch ja auch die Option zeigen. Wenn ich ihm das Ding jetzt zeige. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. So, und damit hat er sich ja schon verraten, ne? Gurke der Erkenntnis und so, ne? Also dann... Oh, Gurke der Erkenntnis. Offenbare mir deine Weisheit. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Blechbruder. Okay. Terminator minus 2000. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo? Hallo? Was man sich hier anhören muss. Und jetzt können wir ihn halt ein bisschen reinlegen, indem wir den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit stehlen. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Den benutzen wir doch gleich. So sieht der goldene Drache der Unsichtbarkeit aus. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt, aber mein Gott, wollen wir mal nicht so pingelig sein. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. Was wäre eigentlich das Erste, was ihr da draußen machen würdet, wenn ihr unsichtbar wärt? Also ich bin mir sicher, viele Kerle sagen, sie würden in irgendeine bestimmte Umkleidekabine gehen. Ich glaube, ich würde einfach zu McDonald's gehen und würde die Burger durch die Luft schmeißen. Warum nicht? Weißt du, ich meine, Bank ausrauben wäre natürlich Nummer 2, aber wenn du Pech hast, bist du halt, ne? Und so viel Spaß macht's auch nicht. So, sprechen wir doch einfach mal mit dem Shop-O-Mat, jetzt wo wir unsichtbar sind. Wer? Wo? Und das ist eine kleine Sache, die finde ich ein bisschen unlogisch. Schaut mal, was passiert, wenn er den Saftpressenhut holen will. Au! Verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. So, und jetzt müsste man ja eigentlich denken, er kann nichts mitnehmen. Das funktioniert aber wohl mit der Brille. So, für all diejenigen, die jetzt vielleicht gerade jetzt in diesem Moment just gerade zugeschalten haben,
Ich habe das schon mal durchgespielt bis dahin. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Also falls ihr euch fragt, woher weiß denn der das alles, so macht das ja gar keinen Spaß. Naja, geht. Also so weit ist es gar nicht mehr. Es waren eigentlich zwei Parts, weil im nächsten Part bin ich ein bisschen hängen geblieben und habe ein bisschen offscreen gespielt, das stimmt schon. Aber danach geht's weiter. Ich meine, mein Gott, also zwei Parts sind nicht viel. So, das kombinieren wir jetzt. Warum links? Das erkläre ich euch auch gleich. Denn ich habe den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit mit dem hier in Verbindung gebracht. Wenn wir da jetzt drauf... Haben wir schon mit dem gesprochen? Ja, oder? Ich glaube schon. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Sicher, sicher. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. So, und jetzt kommt der Witz an der Sache. Wenn wir den nämlich nehmen, dann passiert Folgendes. Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Das ist aber halb so wild. Er würde sowieso wieder in Gilligans Shop auftauchen. Aber wir können hier das Periskop so ein bisschen manipulieren. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Andererseits muss ich sagen, es ist gar kein so schlechtes Gefühl als Let's Player, wenn man weiß, was man da macht. So, das ist auch so eine kleine Sache, die ich ein bisschen unlogisch finde, denn er hat ja gerade gesagt, ich höre dich. Ja, ist mir egal, ich muss dich noch nicht mal sehen, da weiß ich, dass du da bist. Aber wir kommen jetzt trotzdem rein. Ein bisschen Strange. Oder Strange, wie der Ami sagen würde. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. So, was haben wir hier noch? Tür zum Funkraum. Also den Vorhang, den wird er ums Verrecken nicht öffnen. Deswegen werden wir einfach mal in den Funkraum gehen. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink, melden Sie sich. Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Goals Verlobter, Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie meinen Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Ja klar, Bild von deiner Unterwäsche oder so, nee. Mhm.
Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Okay. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. Was ist jetzt eigentlich mit den Dias? Die haben wir tatsächlich mitgenommen, nice. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt... Okay, so. Weil das habe ich nämlich nicht gemacht, also diesen Funkspruch. Das habe ich nämlich übersehen, wenn ich ehrlich bin. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich weiß, wie es weitergeht. Okay. Pass mal auf. Und zwar, wo war das denn noch gleich, wo war das? Ah ja, genau, ich muss nach Bellevue. Und ich könnte eigentlich zwei Dinge machen. Das erste ist lustiger, deswegen werde ich sagen, ich werde das zuerst machen. Pass mal auf. Glatzmatz der Gärtner. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Hey! Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier. Füße. Zack. Ach komm schon. Das war lustig. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Das war unser Sprichwort, wollte ich schon sagen, genau. Unser Stichwort. Aber pass mal auf, denn jetzt ist die Harke, die hier gelegen ist, weg und wir kommen an den Spaten ran. Übrigens, ich habe noch eine gute Nachricht, was das Ei angeht. Da werden wir später drauf zu sprechen kommen, und zwar ganz genau im nächsten Part.
Da werden wir dann sehen, was es damit auf sich hat. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. So. Was passiert, wenn wir nochmal mit ihm reden? Ich meine, eigentlich muss er jetzt glücklich sein. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Hey, Finger weg von dem Baum! Was? Er sagt was anderes. Weil normalerweise sagt er sowas wie, Freunde? Und dann schlägt er ihm halt eine rein. So, wir müssen uns jetzt um die Bestellkarte kümmern, denn wir wollen uns mal ganz langsam dem Club hier annähern, nicht wahr? Und wie wir das schaffen und was passiert, wenn wir in diesem Club sind, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!